Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Aquarist. Ich habe leider eine ganz, ganz schlechte Nachricht. Und zwar hat er absolut nichts von dem gespeichert, was wir in den letzten drei Folgen waren es, glaube ich, gemacht haben. Das heißt, ich muss tatsächlich jeden einzelnen Schritt nochmal von vorne machen. Solltet ihr das Spiel selber spielen wollen, solltet ihr euch das besorgen, dann bitte denkt an das, was ich nicht gemacht habe. Speichert das Spiel mit dem Gerät, das auf dem Tisch liegt, nämlich indem ihr hier draufklickt. Und dann seht ihr die letzten 3 Stunden, fast 4 Stunden, nee, 3 Stunden, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau, waren jetzt völlig umsonst. Ja, ich werde das dann alles nochmal neu machen. Ich werde leider die Aquarien nicht wieder hundertprozentig so hinrichten können, wie ich es bereits schon einmal getan habe, was ich sehr, sehr schade finde natürlich. Die sehen dann halt ein bisschen anders aus. Ich gucke mal auf jeden Fall nochmal die Screenshots davon an, dass ich das zumindest so ähnlich machen kann. Auch so von der Farbe her, von den Lampen her und so weiter. Und ja, den Rest seht ihr ja. Also ich muss wirklich nochmal komplett von null anfangen. Lehrgeld für mich. Ein Abend ist komplett versaut. Dafür habt ihr nochmal 3 neue Folgen gesehen. Für mich bedeutet das allerdings jede Menge Mehrarbeit, die ich jetzt noch leisten muss. Und nochmal eine kleine Nachtschicht, die ich definitiv heute nochmal machen muss, damit halt wirklich beim nächsten Mal bei der Aufnahme alles wieder so ist, wie es eigentlich sein soll. Kann man nichts dran ändern. Wie gesagt, ist jetzt Lehrgeld, was ich bezahlen muss, beziehungsweise Zeit, die ich sozusagen bezahlen muss. Ja. Ich werde jetzt hier einen kleinen Cut machen und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich alles nochmal nachgeholt habe. Und das dann in etwa wieder so aussieht, wie ihr es gewohnt seid vom Ende der letzten Folge. Bis gleich. Ja, wie ihr seht, und ich mache mal eben Pause, damit der Tag nicht so schnell vorbeigeht. Wie ihr seht, habe ich jetzt nochmal alles neu gemacht. Ich habe eine Nachtschicht eingelegt, deswegen habe ich heute Nacht leider auch nicht mehr als knapp 4 Stunden geschlafen. Was sich ein bisschen auf mein Let's Play von Teso ausgewirkt hat, aber das war jetzt eine andere Sache. Es sieht jetzt wesentlich besser aus. Also wie man hier auf dem Bild im Hintergrund schon erkennen kann, ich habe ein bisschen was verändert. Klar, die Aquarien, die sind natürlich anders. Da habe ich jetzt dummerweise das Problem, weil die anders geworden sind insgesamt und ich das tatsächlich nicht mehr so richtig hinbekommen habe, wie ich es vorher hatte, dass ich weniger Geld davon bekommen habe. Das ist jetzt mein großes Problem, weil ja, ich halt weiter unten sozusagen jetzt starte. Ich habe diesen Schrank dazu gekauft, den ich vorher auch hatte, und den Schrank, der hier rechts noch war, wo ich mein Werkzeug quasi hinlegen konnte. Ich habe aber nicht mehr im Nebenraum die ganzen Tische gekauft, sondern nur einen, um die Quest zu machen. Aber wie ihr hier seht, ich habe, und zwar in beiden Räumen, Laminat hingelegt. Ich weiß nicht, wann ich das freigeschaltet hatte, ehrlich gesagt, aber ich habe gesehen, dass ich es hatte und das sieht so schick aus. Gerade dieses Dunkle hier mit der Kombination mit dem dunklen Holz hier und mit dem ganzen Raum. Das sieht so schick aus, dass ich euch das mal eben kurz zeigen wollte in der Pause, weil, ne, ihr seht schon, ich habe schon eine halbe Stunde wieder abgezogen bekommen hier oben, weil der Tag schon wieder angelaufen ist und ja, der Nebenraum sieht übrigens genauso aus wie der hier. Der ist auch weiß gemacht worden im Endeffekt und den habe ich dann gelb gestrichen. Ich finde, das sieht alles richtig schön und richtig wohnlich aus. Deswegen, also da bin ich sehr froh drüber. Ich sehe übrigens gerade hier hinten, habe ich anscheinend nur eine Lampe rangemacht, warum auch immer. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Da müsste ich eigentlich noch eine zweite ranmachen. Vielleicht hatte ich auch keine Zeit mehr, bis die Besucher kamen, keine Ahnung. Das Einzige, was ich jetzt wohl mehr gemacht habe aus Versehen, ich habe hier einmal draufgeklickt, um das nochmal aufzufüllen. Deswegen haben wir jetzt hier oben einen anderen Text drin stehen, verdiene Geld, um eine Aquaristikausstellung zu kaufen. Jetzt haben wir 1526, müssen aber insgesamt 10.000 erwirtschaften. Das heißt, ich werde mich jetzt ransetzen, werde nebenbei auch ja, das Video laufen lassen. Das wird wohl ein ziemlich langes Video werden. Da werde ich ziemlich viel zu tun haben mit dem Schnitt auf jeden Fall. Und ich werde ja, nebenbei
wenn mal irgendwelche Situationen da gewesen sind oder so, die es würdig sind, sage ich mal, zu zeigen, die werde ich dann zeigen. Ansonsten ist es ja immer das Gleiche. Man macht irgendwelche Aquarien, stellt die hin und verkauft die. Ich werde euch dann immer zeigen, wie die Aquarien am Ende ausgesehen haben. Dann seht ihr ja auch den Preis, den ich dafür bekommen habe. Und werde vielleicht kurz sagen, wie viele Fische da drin sind und so mit der Übersicht. Und werde euch dann immer das Resümee des Tages zeigen, wie viel wir verdient haben. Ich hatte einen Screenshot gemacht jetzt von der neuen Runde. Die habe ich auch abgespeichert, wie ihr seht. Also das hat jetzt geklappt. Beziehungsweise da habe ich jetzt dran gedacht. Und das Problem war, der hat irgendwie gar keinen Screenshot gemacht. Der hat einen Screenshot da hinten von der Tafel gemacht. Deswegen. Ja, ich rede jetzt einfach mal weiter, während ich jetzt hier was mache. Hier ist noch ein Aquarium, was ich jetzt erstellt habe. Leider nicht so teuer wie das andere. Das andere war ja über 3.000 oder so haben wir für bekommen. Und hier würden wir jetzt 1.114 für bekommen, obwohl es sehr schön aussieht, viele Fische drin sind. Ja, wie gesagt, eine Lampe. Ich weiß gar nicht, ist die? Doch, die ist an. Ich muss auf jeden Fall noch eine zweite Lampe daran machen, weil das geht sonst gar nicht, finde ich. So, Frage ist nur, kann ich das jetzt da dran machen? So dass ich das. Ne, ich wusste es. Da habe ich dann nämlich jetzt wieder Probleme mit. Okay, dann machen wir das anders. Dann stellen wir das nochmal kurz hier hin. Dann kann ich das besser machen. So ungefähr. Weil ich finde, die Aquarien, die brauchen tatsächlich zwei Lampen. Aber das ist so blöd, dass man die nicht einfach wegschieben kann, so ein bisschen. Sondern dass man tatsächlich immer die Lampe dann in der Hand hat. Was hatte ich da gemacht? Weiß, ne? Weiß, weiß, weiß. Und aktivieren. Zack. Wobei ich mir nicht sicher bin. Doch, das ist auch auf 1. Okay. Ah, und schon haben wir hier 1253. Nur wegen einer kleinen Lampe. Wunderbar. Was war das denn jetzt schon wieder? Dieses komische Geräusch, das habe ich letztes Mal gehabt, als ich die Treppen da hochgelaufen bin. Vielleicht sollte ich auch mal ein kleines Aquarium machen. Wobei die jetzt auch nicht viel größer sind, die großen, muss ich dazu sagen. Man kriegt halt mehr dafür, ne? Nehme ich mal an. Mit den kleinen, denke ich mir mal, werden wir nicht so viel machen können. Andererseits, ja, ich würde vielleicht mal ein kleines ausprobieren. Das werde ich mal aufnehmen, weil, hier seht ihr ja schon, hier habe ich ja alles schön hingestellt, weil, ich das einfach mal mit euch testen möchte. Es wäre nur schön, wenn ich da. Oder muss ich da auf die 2 gehen? Hallo. Ich möchte da was reinmachen. Ach so, der Artikel ist aufgebraucht. Hä? Sie können ihn verkaufen, um ihn loszuwerden. Ja, toll. Sie können ihn verkaufen, um ihn loszuwerden. Oder muss ich ihn vorher hier hinschmeißen? Ich kann den nicht verkaufen. Komisch. Naja. Ist jetzt doof. Ja, so ist es weg. Okay. Ja, also können wir anscheinend doch nicht unendlich gebrauchen. Das ist sehr, sehr schade. Aber gut, ist irgendwo logisch, ne? Sack mit Erde, der kostet 55. Ach, wir wollten doch eigentlich mal den Sand machen hier. Den habe ich nämlich jetzt dummerweise nicht mehr drin gehabt. Machen wir den jetzt einfach mal hier rein. So, jetzt funktioniert das auch, ja. Ja. Also, oder auch nicht. Hallo? Wieso darf ich das nicht machen? Weil ich hier komplett anders anvisieren muss. Okay. Also hier darf man nicht den Boden anvisieren. Hier muss man die Scheibe hinten anvisieren. Nach dem Motto, das wird hinten dran geworfen. Gut, ist grundprinzipiell nicht schlimm. Einmal können wir noch, ne? Wenn man es denn weiß. Dann ist es grundprinzipiell nicht schlimm. So, die Sachen machen wir jetzt erstmal wieder weg. Zack, zack. Und. Das ist jetzt schon 50. Na ja, gut, die anderen sind 1000, ne? Also ich glaube, so viel kriegen wir jetzt mit dem Kleinen tatsächlich nicht hin. Aber ich möchte wirklich mal wissen, wie viel man mit denen verdient. Viel wird es nicht sein, also im Vergleich zu den Großen. Ich denke mal, es ist besser, wenn wir uns tatsächlich auf die Großen konzentrieren.
Aber ja, wir werden das jetzt mal zusammen inspizieren, wie viel man da, ja, maximal weiß ich jetzt nicht, aber wie viel man da auf jeden Fall kriegen kann. So, ihr seht das übrigens auch hier. Ich habe noch nicht viel gekauft, wie gesagt, aber ich habe das genauso renoviert wie vorne. Und ich fand es wirklich sehr, sehr schön. Also gerade die Kombination mit dem Gelb sowieso. Ich stehe ja total auf Gelb. Oder auch dieses Orange, was man machen kann. Ich weiß nicht, ob das so ein Orange ist hier drin. Deswegen habe ich mich nicht ganz getraut, das zu machen. Aber ich muss das auch mal irgendwie testen. Also es sieht bestimmt auch cool aus. Zumindest für Wohngegenden. Ne, das ist so. Ich hätte es natürlich auch blau machen können für ein Aquarium. Moment, das war jetzt aber schon voll, oder? Das war jetzt doch voll. Die sind doch alle nur bis. Ja, die sind alle nur bis da. Okay. Gut. Dann brauche ich auf jeden Fall noch eine Lampe. Die holen wir uns mal eben. Und eine Heizung, ja, das auch. Die ist übrigens etwas günstiger als die andere. Die sieht natürlich nicht so schön aus jetzt hier, aber da die günstiger ist, nehme ich die jetzt, weil ich muss echt sparen im Moment. Das ist Wahnsinn. Ich habe jetzt das und das. Ach so, genau, Filter brauche ich noch. Da ist der andere, glaube ich, auch günstiger gewesen. Genau. Okay, erstmal die Lampe hinten ran. So ein bisschen. Nein, du sollst es auf die Seite machen, wo ich. Genau. So. Relativ mittig. Das ist immer so eine Sache, ne? Mit dem Mittigsein. So. Och, wenn der sich mal um den Tisch rumbewegen würde, dann könnten wir auch die Heizung daran machen. So, das möchte ich hier vorne an dem Ding haben, aber nicht ganz so hoch. Aber schon ein bisschen weiter nach links. Es wäre mir ganz gelegen. So. Und den Filter wie immer auf der linken Seite. Genau. Den machen wir erstmal an. Heizung auf, ich weiß es nicht, 25 Grad erstmal. Dann sieht es wahrscheinlich ganz gut aus, wenn wir einen Hintergrund machen. Dann ist natürlich die Frage bei so einem kleinen 48. Ich glaube, das war generell das, was am günstigsten war, ne? Ja gut, aber die drei, die können wir mal. Komm, wir kaufen das jetzt mal heute. So, machen den hier dran. Sieht das zwar ein bisschen komisch jetzt aus, aber egal. Dann nehmen wir jetzt mal Fische, die wir sonst nicht da reinsetzen würden. Nehmen wir Meeressalz, die sind so teuer, ne? Nehmen wir normale, also Süßwasser. Brauchen wir davon nicht mehr? Oder Skalare? Plötze. Plötze ist doch schön. Wobei Aquariumkapazität 150. Ach Mist, wie viel haben wir denn jetzt hier überhaupt? Das weiß ich gar nicht. 150. Ah, okay. Das brauchen wir nämlich auf jeden Fall. Und so langsam drängt die Zeit auch. Also, 150. Der ist so ein Fleischfresserviech hier. Oh, der braucht ein großes. Welchen hatte ich denn eben? Moment. Nee, Moment, ich bin jetzt beim Falschen. Ach. Hier, 120. Der ist doch okay. Mit 25, das ist auch okay. Auch wenn die jetzt natürlich teuer sind, kaufen wir mal 4 Stück von. Einmal Weitwurf, bitte. So. Ich weiß natürlich nicht, wie ich das jetzt hier machen soll mit dem. Ich habe ja gar nicht so viel Platz. Die Wasserpflanze. Obwohl, die ist teuer. Moment, nehmen wir hier tatsächlich. Das Billigzeug in Anführungszeichen. Die ist hoch und ja, die nehmen wir mal. So, eins, zwei, drei. Zeigt mal her. Oh Gott, die brauchen noch mehr Vegetation und wesentlich mehr Dekoration. Wie will ich das denn in so ein kleines Ding hier reinmachen? Das sollen die mir mal erklären. Okay, ich könnte jetzt theoretischerweise ganz viele Steine hier reinmachen.
Ich habe noch keine Ahnung, wo ich die dann alle hin tun soll. Das ist das nächste Problem. 2, 3, 4, 5. Es tut mir leid, aber wir klatschen die jetzt tatsächlich einfach mal da rein. Und die waren das, ne? Die so günstig waren. Da brauchen wir dann noch wesentlich mehr von. Die hauen wir auch einfach mal so wild ins Aquarium rein. Wieso geht das hier nicht? Hallo? Ja, komm. Da. Da hinten haben wir noch ein bisschen Platz. Viel Platz haben wir ja nicht mehr. Nein! Och, nicht das Thermometer. Mensch, ich will die... Die Vögel, wollte ich gerade sagen. Ich will die Fische haben. Vegetation ist in Ordnung. Wir brauchen mehr Fische und mehr Dekorationen. Roter Blutpapagei war das. Roter Blutpapagei, der hier. 1, 2, 3. Klatscht rein. Jetzt sagt mir bitte, dass ihr genug seid. Ja, ist gerade so. Die sollen sich auch ein bisschen vermehren, ne? Also, ist ja jetzt nicht so, oh, wir haben gleich Öffnungszeit. Hilfe! Wir schmeißen noch ein paar Steine rein. Mal ein paar andere. Die sehen für mich zwar quasi alle gleich aus. Oh, das ist ja gar nicht da hinten. Das ist ja hier vorne. 2. Und den zack. So, jetzt ist es gerade so im guten Bereich. Gerade so im guten Bereich. Okay, ich kann jetzt leider hier nirgendwo was hinstellen. Ich könnte aber theoretischerweise das mit nach hier nehmen und hier hinstellen, oder? So, dann sehen die nämlich hier hinten... Oh, da ist auch nochmal ein Raum. Das weiß ich nicht. Der ist, glaube ich, 500, oder? 500. Mist, da kommen wir jetzt nicht mehr mit aus. Die Poster kann ich auch nicht verkaufen, nehme ich mal an. Um das aufzunehmen, Plakat. Ja gut, kein Thema. Aber ich finde, es sieht soweit schon gut aus. Auch wenn wir jetzt noch nicht viel drin haben. Und ich sag mal, ne, man kann halt nicht so viel auf einmal machen. 14 Uhr. Ja, Entschuldigung. So, die Leute sind hier, geben fleißig Geld aus. Das ist sehr schön. Ich habe nicht draufgeschrieben, dass ich das verkaufen wollte, oder? Mist. Zufriedenheit der Gäste 75%. Das ist sehr, sehr gut. Beim letzten Mal hatte ich 50%. Bei dem, was ich, wo ich den Screenshot gemacht hatte. Genau von diesem Bereich hier übrigens. Und da hatte ich nur das geschlossene Schild drin. Verdientes Geld 1000. Ja, jetzt haben wir quasi das fast... Naja, nicht fast eingenommen, was wir ausgegeben haben. Ich weiß gar nicht. Anzahl der Besucher. Wie viel haben wir denn ausgegeben? Das ist die Frage. Das müssen wir auf jeden Fall wieder auffüllen. Da geht auch wieder Geld bei drauf. So, das hier habe ich nämlich gar nicht. Doch, das ist zum Kauf erhältlich. Okay. Oder kann ich... Oh, wieso ist das so dreckig? Oh, Leute. Hier nicht. Hier auch nicht. Leute, was habt ihr damit gemacht? Alter, ist das dein Ernst? Oh, oh, oh ja. Hallo. Oh, was ist denn jetzt los? Ich kann ja verstehen. Oder ist das nur die Scheibe? Moment, das ist die Scheibe, glaube ich, oder? Oh, ich glaube, es ist nur die Scheibe. Bitte sag mir, dass es nur die Scheibe ist. Der Schwamm dient zur Reinigung. Ja, aber irgendwie will mein Aquarium gerade nicht gereinigt werden. Das ist mein Problem. Warum ist das Licht eigentlich aus? So. Also die Scheibe ist eindeutig. Oh, ich wollte nicht wegwerfen. Die Scheibe ist eindeutig dreckig. Ich darf sie aber nicht... Ach so, oder liegt das da dran... Das kann natürlich auch sein. Was macht er denn jetzt? Ich wollte das hochheben. Was machst du denn? Ich will das... Ja, so. So, jetzt probieren wir es noch. Ah, ich kann die tatsächlich nur
bearbeiten, indem ich die nach hier drauf stelle. Ich dachte, wenn ich die jetzt einmal fertig gemacht habe, dass ich die dann da auch bearbeiten kann, ja, wo die halt stehen. Das war jetzt ein Trugschluss. Okay, ich weiß nicht, ob der hintere Bereich... Doch, der ist auch ziemlich dreckig. Doch, doch. Okay, gut, gut, gut. Stellen wir das wieder zurück. Zack. So, sehr schön. Dann bräuchte ich ja rein theoretisch noch ein bisschen Platz, damit ich hier auch noch eins hinstellen kann. Wenn ich jetzt 500... Oder ich mache erstmal eins hier hin. Das können wir auch machen. Dass ich hier ein großes Aquarium hinstelle. Ich bin jetzt nochmal am Gucken. Moment. Also wir würden jetzt dafür das Kleine, ich denke mal, das liegt an der Kombination von den Fischen und so weiter, würden wir 931 bekommen. Und da gerade mal 500 mehr für so ein großes. Also eigentlich lohnen sich die Kleinen schon fast. Und das hier, ja, das ist natürlich ganz toll. Da wo ist denn die zweite Lampe hin? Hä? Was geht denn jetzt ab? Da weiß ich aber definitiv, dass ich beide Lampen drin hatte. Was ist denn hier mit meinem Spielstand? Es ist schlimm, es ist schlimm. Ich werde auf jeden Fall nochmal speichern. So, und dann werden wir mal gucken, was wir hier noch machen können. Also wir legen das auf jeden Fall erstmal ab. Achso, ich sollte es vielleicht erstmal ausgewählt haben. Dann nehmen wir die Sachen, die wir brauchen und dann machen wir hier so ein kleines Maßprojekt raus. Ja, ihr wisst ja im Endeffekt, wie das geht und auch gerade mit den großen Aquarien. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. Nur mit dem kleinen, das wollte ich euch auf jeden Fall nochmal zeigen. Wie das ist vom Preislichen her, was man da reinsetzen ja, kann, wie voll das dann aussieht, damit man das einigermaßen die Bedürfnisse auch von den Fischen befriedigen kann und so. Ja, ich würde gerne... Ach, er kann nochmal auffüllen, obwohl es schon fertig war. Okay, ich wollte gerade sagen, ich würde nämlich gerne hier rausgehen. Das heißt, ich muss euch das jetzt nicht zeigen, weil wir ja dann immer das Gleiche machen. Ich zeige euch dann das Endergebnis nochmal von dem Aquarium. Und wo sind jetzt der Eimer? Hier. Und ja, dann sage ich mal, wir sehen uns gleich wieder. Ja, 12 Besucher waren diesmal da. Die Zufriedenheit lag bei 87% und ich habe $721 verdient. Und das hier ist mein schickes neues Aquarium, wo ich leider nicht so schnell dazu gekommen bin, weiterzumachen. Ich hatte allerdings mehr rote Pflanzen und mehr grüne Pflanzen. Wo die jetzt hin sind, weiß ich nicht. Die ganze Ecke hier ist gerade weg. Nur die Dekorationen sind noch da. Das finde ich ein bisschen seltsam, aber darum werde ich mich auf jeden Fall noch kümmern. Es ist aber trotzdem komisch, weil ihr seht es ja, ne? Es ist sehr unregelmäßig. Ich hatte 3 grüne Pflanzen drin und 3 rote Pflanzen drin. Seltsam. Aber wir machen weiter. Ich werde so in der ganzen Zeit mal ein bisschen sammeln und werde euch dann wiederholen, wenn nochmal etwas Tolles passiert, beziehungsweise wenn wir die 10.000 tatsächlich zusammengesammelt haben. Das wird eine ganze Weile dauern. Das möchte ich natürlich nicht alles jetzt in dieser Folge machen. Und ja, deswegen würde ich sagen, ich beende erstmal diese Folge für heute. Ihr seht ja, in welche Richtung das Ganze geht. Und mal gucken, wie ich das mache. Ich werde dann wohl auch Aquarien zwischendurch mal verkaufen, damit ich auch tatsächlich noch was mehr bekomme. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache und dann hoffe ich ganz stark, dass ich ja mit viel Mühe die 10.000 zusammenkriege, damit wir uns dann in der nächsten Folge ansehen können, was wir damit machen können. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.